Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und die Kreicherin kündigt es auch schon an, es gibt jetzt Action. Ah, wann? Und das vor der Feralhorde wieder. Wir haben alt nachgeladen, wir sind fitty wie ein Tonschuh. Ich habe mal kurz die Stamina hochgehen lassen, weil ich ein bisschen Schiss habe, was jetzt passieren wird. Falls wir sie überhaupt finden. Wo ist die denn, die gute Dame? Könnte auch ein ruhiger Tag werden. Aber ich hab's doch eben noch gehört. Kommen wir hier noch hoch, ja. Ich hab das gute Fröschchen doch eben noch gehört. Hat die sich denn verkrochen? Ups, ich wollte nie raus. Na, wo ist sie denn? Eine ruhige Folge, ist das nicht schön? Alle, die jetzt eingeschaltet haben aus der letzten Folge, dachten, oh, jetzt geht's los, aber nö. Muss euch enttäuschen. Wo ist denn die? Jetzt mal ganz ehrlich. Aber die hat doch eben noch geschrien, wo wir gerade hochgegangen sind. Na gut, kann ich euch keine spannende Folge versprechen. Weil ich hab's euch versprochen, aber die gibt's einfach nicht. Schade. Beschwert euch nicht bei mir. Dann machen wir jetzt eine ganz spannende Folge am Betonmischer. So. Ich würde gerne noch ein bisschen Sand machen. Und zwar mindestens 1000 Mal. Oh. Mindestens 999 Mal. So. Dann würde ich das Zeug schon mal hier lassen, das Zeug schon mal hier lassen. Und wir brauchen dann nochmal gute 1000 Steine. Naja, 500 Steine. Damit wir das hier auch abarbeiten können. Und dann haben wir eigentlich genug Beton. Wir haben ja zu Hause auch noch, also oben noch genug Beton. Komm, werden wir mal schnell noch 500 Steinchen holen. Tut mir leid. Wer gedacht hat, die Folge wird spannend. Nein, sie wird nicht spannend. Wir sitzen hier unten und schlagen Steine. Ist das nicht cool? Ups. Fangen wir hier oben an. Und wir sind genau da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ist das nicht super? Wer von euch hat denn gedacht, dass jetzt spannend wird? Hm? Wahrscheinlich keiner, wa? So. Gut, 500 Steine kriegen wir schnell zusammen, hoffe ich. Und dann haben wir auf jeden Fall Beton für die Reste unserer Basis nach der Horde in der nächsten Nacht. Wa? Wahrscheinlich können wir danach alles aus Beton bauen. Außer die zerlegen uns den Betonmischer. Das wäre noch geil, muss ich sagen. Wenn die uns noch den Betonmischer zerlegen. Oh, dann würde ich kotzen. Dann würde ich aber kotzen. Ich glaube, das würde im Strahl gehen. So, wie viel haben wir? 400, sei geil schnell. Wir haben ja jetzt gut geskillt, gut gelevelt. Da dauert es ja nicht mehr allzu lange. Aber unsere Axt geht auch langsam kaputt. Wir sollten die dann vielleicht auch mal reparieren oder eine neue bauen. Vielleicht neu, weil wir hatten ja geskillt Werkzeugbau, ne? Dann könnten wir vielleicht eine bessere rausbekommen. Gucken wir mal. Oh. Ja, ist langweilig, ne? Ich weiß. Tut mir leid. Ich weiß. Ich habe mir auch mehr erhofft von der Folge. Ich dachte, Mann, jetzt geht's richtig los hier. Beschwert euch bei der Kreicherin, dass die abgezogen ist, dass sie keinen Bock mehr hatte. Nur deswegen sitzen wir jetzt hier unten im Tunnel und schlagen Steine. Nur deswegen. Also ich würde mich da beschweren. Bei der Kreicherin, nicht bei mir. Ich kann nichts dafür. So, den Stein noch und den haben wir definitiv genug. So. Also kann ich rennen, bin erschöpft. Oh, trotzdem mal wieder Pfeil und Bogen. Nicht, dass sie jetzt hier doch irgendwo steht, plötzlich hinter mir. Oh, ist sehr ruhig hier. Alles sehr schön. Die hat wohl gedacht, es ist keiner zu Hause und ist weitergegangen. Hm, schade.
Nein, warte mal. Ich pack mal die 500 Steine hier noch rein. So. 1000. Ja, im Grunde können alle Steine hier rein. Wir haben ja hier auch schon wieder eine Menge Zement. Das wären auch so 1300. Okay. Dann gucken wir mal, was wir oben noch an Beton haben. Wir haben nämlich in sämtlichen Schränken irgendwie Beton drin. Und dass der nicht hart wird, ist... Ich höre einen Zombie. Habt ihr den auch gehört? Hier habe ich auch noch Beton. Ich sage, wir haben überall noch ein bisschen Beton drin. So, das könnte wahrscheinlich auch mal eingeschmolzen werden. Gucken wir mal. Ja, wir haben Platz hier. Ah, wir hätten hier natürlich auch noch mal ein bisschen Stein reinschmeißen können, wa? Naja, gut. Pech. So, vor der Horde wollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Munition noch machen für unsere schönen Waffen. Was kosten die jetzt? Das interessiert mich. Sind auch sehr schöne Helme geworden, ne? 1000. Alter. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Da haben wir jetzt aber Helme aufgewertet. Fantasimo. Oh, dann können die auch gleich hier rein. Was bringt denn der? Der ist ja ein Klacks dagegen. Gut, dass wir selbst produziert haben hier. Warum sind die hier? Habe ich die nicht hier reingepackt? Oh. Ach so. Gut, Entschuldigung. Steckt da nicht. Warum haben wir die noch? Weil wir nicht genug Schwarzpulver haben. Gelle? Aber wir können noch ein bisschen Schwarzpulver anrühren. Nicht viel, aber ein bisschen. Da draußen spielt jemand. Wir werden gleich mal unten gucken, was wir da haben. 23 Schwarzpulver. Oh Gott. Habe ich mir echt mehr vorgestellt. So, das kann wieder weg. Die Baumstämme können auch mal weg. Haben wir hier noch Platz drin gehabt? Nee. Weil die hatten wir ja hier normalerweise gesammelt, weil wir die meistens ja da brauchen. Schmeißen wir das mal hier raus und dann gehen wir mal gucken, wer da draußen so stört. Wer macht denn hier so einen Alarm? Wahrscheinlich finde ich wieder keinen. Kann doch nicht wahr sein. Ich wüsste doch, dass hier gerade ein Zombie gestöhnt hat. Da hinten ist irgendwas. Aber bin ich jetzt komplett blöde? Oder habe ich wieder was auf den Ohren? Kopfhörer habe ich auch richtig an, ja. Nicht wie in der einen Folge, wo ich die Kopfhörer falsch gehabt habe und die ganze Zeit in der falschen Richtung die Zombies gesucht habe. Das war mir ja auch im Nachhinein noch peinlich, wa? Aber ich habe doch hier aber Zombies gehört. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich kann doch nicht nur Halluzinationen haben. Die haben ja keinen Bock mehr auf mich, wa? Okay. Wenn das so ist, holen wir uns hier einen Baum. Wenn ihr will, der hat schon, würde ich sagen. Okay, da war eine. Und die ist ziemlich leicht bekleidet. Ups. Warum denkt die Pfeile so gut? Aua. Alter, ist sie schnell. Ui, ein schöner Hintern, oder? Und ein bisschen... Wo hatten die das Geld gehabt, bitte? Wo habe ich jetzt das Geld rausgezogen? Ich möchte es ja nicht wissen. Mm-mm. Möchte ich gar nicht wissen. Haben wir eine Schippe bei? Nein, ach, die haben wir kaputt gemacht, ne? Können wir uns eine bauen? Wahrscheinlich, ne? Wir müssten genug bei haben, ja. Fertigen wir uns mal eine, weil wir brauchen eh wieder ein bisschen Lehm. Wir müssen noch so viel. Boah, Schock. Ja, Schippe. Ho, oh. Junge. Wir rennen ja noch. Warum sagten wir das, Kinder? Ich kann 7 Days nicht mehr spielen. Ey.
Junge, Junge, Junge. Weil die ja nicht. Ich träume nur noch, habe ich das Gefühl. Mann, Mann, Mann. Wunder mich, warum da so einer an hier rankommt. Kannst ja echt keiner zählen. Gut, dass du keiner sieht. Wahrscheinlich hat schon jeder abgeschaltet. Nach 10 Minuten hat keiner gesehen. Puh. Eieieiei. Ja, ist ein Horrorspiel, ne? Muss ich dazu sagen. Da kann man sich auch mal erschrecken. Hm. So, den Stein nehmen wir noch mit. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Kohle und können vielleicht noch ein bisschen Schwarzpulver anrühren. Ist natürlich jetzt vor der Horde alles so ein bisschen Ressourcen und Gesammelrei, weil, ja, wir brauchen es einfach. Gehen wir davon aus, nachdem wir die Horde hatten, wird unser Zuhause nicht mehr so schön sein wie jetzt. Ist eine Vermutung von mir. Haben wir hier 2. Brauchen wir nicht. Taschenlampe nehmen wir mit. Vielleicht können wir daraus wieder schöne Helme craften, die am Ende ein Heidengeld bringen. Da hinten ist ein Zeltplatz. Gehen wir mal gucken. Das ist doch direkt bei mir da, oder? Er friert natürlich schon wieder, ne? Das ist aber auch eine Frostbeule. Entweder sagt er, ich schwitze so sehr, oder er zittert wie Espenlaub. Waren wir hier schon mal? Ups. Also ich weiß nicht, die Eisenpfeile, bringen die wirklich mehr? Ich habe immer das Gefühl nicht. Oder Stahlpfeile sind das ja. Und Zettelchen. Kann man den verkaufen? Nee. Bisschen Kunststoff, das ist sehr, sehr schön. Ja, Shotgun kann man auch immer hier brauchen. Bisschen Holz und ein paar Nägel, auch immer wunderbar. Und noch für die Pistole was Schönes. Okay. Was bist du denn für einer? Was läufst du denn hier rum? So einsam und alleine. Wollt ja nicht stören, da ist das verseuchte. Wo bin ich denn hier, dass ich den Zeltplatz nicht kenne? Okay. Oder wir waren schon mal hier. Wir sind ja auch schon über 100 Folgen. Das ist ja sowieso eine Jubiläumssache gewesen. Hab ja in keiner Staffel bisher 100 Folgen 7 Days gehabt. Fand ich eigentlich schön, dass wir endlich mal 100 Folgen erreicht haben. Weiß auch gar nicht, was ich alles aufgenommen habe. Ich glaube, Alpha 10 hatte ich aufgenommen. Alpha 13 und Alpha 14, 15 und 16? Ich weiß das ja nicht. Ist ja auch alles schon so lange her. So, finden wir hier noch was Schönes. Da oben sind noch ein paar Ressourcensteine, aber wir haben jetzt bestimmt die Schippe fertig, dass wir uns mal ein bisschen Leben mitnehmen können. Wo wir gerade so erschöpft sind. Macht das wahrscheinlich genau Sinn. Ist sie jetzt besser? Ja, die ist nochmal 50 besser als das, was wir vorher gebaut haben. Nach dem Skill. Sollten wir vielleicht nochmal Skill nennen, ne? So weit da landet, ist jetzt Grünzeug. Das brauchen wir ja nicht. Ist hier Rasen und so weit alles. Davon haben wir so viel zu Hause. Packen wir lieber hier ein Säckchen und lassen das hier liegen. Das wird dann zum Dünger. So, dann müssten wir eigentlich auch schon wieder fast 1000 haben, wa? Wo sind wir? 700? 1000 nehmen wir mit, würde ich sagen, oder?
Dann reicht das erstmal wieder, zumindest um das Gröbste zu reparieren. So, ein bisschen geskillt. Du bist jetzt 90. So alt bin ich schon? Ach du Scheiße. 1001. Na, fast richtig aufgehört. Wow, Platsch. Also ich möchte sagen, manchmal sind die Steinpfeile effektiv. Die nehme ich natürlich gerne mit, oder? Das ist doch super. So, ich gucke jetzt öfter mal hier auf die Uhr. Jetzt seht ihr immer, weil die Webcam an ist, dass ich da hingucke, wie sieht denn die Uhr aus? Und ich weiß, dass wir 15 Minuten schon haben. Aber ich würde sagen, wir machen ein bisschen länger, damit wir rechtzeitig zur Horde, sage ich mal, die nächste Folge anfangen können. Ist das nicht gut? Dann passt nämlich die ganze Horde in eine Folge und ich muss nicht während der Horde unterbrechen, oder? Aber wollen wir die jetzt ein bisschen kürzer machen und dafür sind dann zwei Folgen da drin? Hm. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss, wa? Dann ist der Tag noch die nächste Folge. Da hinten ist ein nackter Zombie, den werden wir uns entschnappen. Und dann kommt die Nachthorde. Ich freue mich schon darauf. Und sage bis dahin Tschüss und Bye-Bye.